Megafähigkeit freigeschaltet, nachdem Gamora die Wahrheit über Nebula erfahren und über eine Familie gefunden. Und eine Familie gefunden hat, die sie nimmt, wie sie ist, hält sie sich nicht länger zurück. Die tödlichste Frau der Galaxie trifft jetzt ein Einzelziel mit mehreren Schlägen und verursacht super hohen Schaden. Das probieren wir nochmal aus, oder? Warte. Zack. Zerhackt sie! Es wird von jetzt an noch schwerer werden. Ich werde gerade erst warm. Hört zu ihm, Drax! Wen Aha. hast du sonst noch getötet? Jemand, den ich kenne? Das klären wir später, Rocket! Oh, was war denn das? Wie oft habe ich dir jetzt schon den Hintern gerettet? Du hast dich mit dem falschen Ketetianer angelegt! Beschäftige sie, Groot! Warum sind das so viele? Weil sie ganze Welten konvertiert haben. Für eine alte Maschine ist das Ding ziemlich hart. Die Lösung ist einfach. Wir müssen ihn zuerst ausschalten. Leute, Gruppe bilden! Der Sieg wird bald unser sein, meine Freunde. Außer sie kriegen Verstärkung. In dem Fall müssen wir blitzartig handeln und sie von hinten erwischen. Ich bin Groot. Aber was, wenn sie zu schnell sind? Dann brauchen wir einen anderen Plan. Außer oder zu schnell? Was wäre, wenn? Hey, hey, hey! Bei jedem Kampf gibt es Eventualitäten. Aber der Versuch, alle zu berücksichtigen, macht es nur schlimmer. Entspannt euch. Man denkt schnell zu viel, wenn's eng wird. Aber wenn wir uns konzentrieren... Können wir hart zuschlagen. Wer ist dabei? Der Sieg ist unser! Yeah! Oh yeah! Was jetzt, Peter? Halt ihn ein! Laker weiß nicht, was ihn erwartet! Ihn erwartet eine Welt voller Leid! Autsch, das muss doch wehtun! So, Moment. Gamora, aufschlitzen! Ich kann immer noch nicht glauben, dass du Nebula getötet hast. Gamora hat getan, was notwendig war. Hackfleisch, Gamora! Dieser Kampf erregt bestimmt Warlocks Aufmerksamkeit. Wir werden ihn nicht wiedersehen. Keine Chance. Oh. Hey, Quill! Hooberry hat sich auf eine Beziehung eingelassen. Wieder einen Kultisten ausgeschnitten. Noch einer? Vorwärts, Rocket! Halte sie auf, Groot! Gamora, erledige sie! Bin schon dabei! Warum sind das so viele? Das zeigt nur, wie viele Leute unglücklich sind. Ich bin bereit zu zerstören! Wir können doch vergessen, was ich gerade gesagt habe, oder? Dass du uns liebst? Auf keinen Fall! Dass wir dich hegen wie ein Schatz! Raker Warte. Weiß nicht, was ihn erwartet! Ihn erwartet eine Welt voller Leid! Ja, wir sind ein Haufen von Außenseitern. Schon klar! Bereit! Sie haben Zugriff auf den Cortex. Wer weiß, wie viel Verstärkung sie herbringen können. Wir müssen ihn abschalten. Gehen wir zur Brücke. Kosmos Turm ist der schnellste Weg. Muss mich kurz mal umgucken noch. Wir sollten vorbereitet sein für den Fall, dass der Große einig... Warum blockieren die immer noch alles? Weil sie uns jetzt erwarten. Wir brauchen einen anderen Weg zur Brücke. Weißt du, ich habe es immer gehasst, wenn mich dieser Kosmos-Scheinwerfer angeleuchtet hat. Jetzt vermisse ich ihn irgendwie. Ich wusste gar nicht, dass du so sentimental bist. Fast zu ertrinken kann einen verändern. Ja. Hopp.
kommen wir da rüber? Das ist schon was. Weißt du, ich habe den Riss lange Zeit angestarrt. Nope. Und mich gefragt, wohin ich gehöre. Zu uns, Rocket. Zu uns. Er hat recht. Ja, ich weiß. Jetzt. Das ist zu breit. Vielleicht können wir es überbrücken. Wir reden immer von Brücken und es klingt allmählich wie ein ausgedachtes Wort. Alle Wörter sind ausgedacht. Geschwächter Abschnitt der Struktur kann mit genügend Kraft entfernt werden. Die Lücke ist zu groß zum Springen. Okay. Was haben wir denn jetzt? Haben wir noch mehr hier? Ah, guck mal da. Hast du das Kind in dem Ritualding gesehen? Die könnte lang genug für eine Brücke sein. Außer sie zerbröselt, wenn sie umfällt. Drax? Ich hab mich schon drauf gefreut, mal wieder was umzustoßen. Echt jetzt? Ein Glaubenskraftfeld? Wenn wir die Energiequelle finden, müssten wir es abschalten können. Dann sehen wir uns mal um. Also, Gamora? Wie kann ich das Interessanteste, das sie jemals getan hat, nicht ansprechen? Sehr gut, Peter. Gehen wir. Wir müssen weg sein, bevor Raker auftaucht. Okay, direkt voraus. Hauen wir rein. Jetzt ist keine Zeit. War klar, oder? Wächter der jetzt. Galaxie. Kann ich Ihnen das Blattgold endlich aus der Fresse haben? Die Matriarchin hat nun beschlossen, die Erfüllung einzuleiten von diesem Ort aus. Und ihr werdet sie nicht aufhalten. Gar nichts hat sie beschlossen. Du hast sie von Anfang an manipuliert. Sie ist das Licht. Und ich bin lediglich ihr Diener. Nicht leicht zu leuchten, wenn man so ein finsteres Monsterding in sich trägt. Blasphemie! Ihr mögt euch ihrem Versprechen verwehrt haben. Aber ihr werdet glauben, wenn es euch wieder zurückholt aus den kalten Klauen des Todes! Kuckuck. Dein Gram führte dich an einen gefährlichen Abgrund, alter Gefährte. Nein. Das kann nicht sein. Ich sah dich sterben. Die Form ist flüchtig. Doch was zugrunde liegt, währt ewig. Entsage dieser starrköpfigen Sinnlosigkeit, bevor sie Zerstörerisches zeitigt. Zerstörerisch? Oops. Und wieder kann ich ihm das Blattgold nicht aus der Fresse ziehen. Okay, ich nehme an, Goldie hat den Sprung überlebt. Warlock ist tapferer, als ich gedacht habe. Trotzdem müssen wir uns den Weg freikämpfen. Oh nein. Sparte deine netten Worte für später, Quill. Diesmal trete ich noch nicht ab. Der mistige Kirchensanitäter macht die Sache echt kompliziert. Wenn wir ihn zuerst beseitigen, allein hat uns das die Aufgabe. Da links. Verflagte Heckenschützen, das Feiglinge. Wir müssen die Distanz verkürzen. Also gut, wir müssen zu diesem Aufzug. Leider haben sie die Brücke geschrottet. Wir brauchen eine Verkürzung. Weil du ein großes Ziel bist.
Das wird klappen! Wir kommen mit Bocksprüngen zurück auf die Brücke! Bocksprünge? Das ist... Folgt mir einfach! So viele Dreckswege! Seht! Goldjunge und der Eineimerige kämpfen immer noch! Hoffentlich war das ganze Gottgerede nicht bloß Angeberei! Ich sag nicht, dass er verlieren soll, aber ich fänd's gut, wenn Raker ihm auch ordentlich eine ver... Gamora, die Plakatwand! Gute Idee! Wenn du da drüben noch mehr Hexenschützen findest, lass mir einen übrig! Ich kann nichts versprechen! Hm. Hey, steht Quill! Mein Name drauf. Willst du Feuerwerk sehen? Ihr nähert uns dem Turm des Hundes! Trotzdem müssen wir uns den Wildpfeil kämpfen! Ich bin Quill! Also gut, wir müssen zu diesem Aufzug. Wir müssen über die Dächer gehen. Der Rhapsode wird von unseren Schlachten hier berichten. Ist das auf Kretent eine Art Minnesänger? Ich bin gut. Natürlich war es vorher einfacher hinzukommen. Oh nein, ich stütze ab. Zerschnetzel sie! Über Dächer rennen und ballern, das macht richtig Spaß! Wenn es nicht so viele wären, würde ich dir ja zustimmen. Nur einmal will ich diese Brücke ohne Zwischenfall überqueren können! Dafür kannst du dich bei Goldie bedanken! Mordor hat uns vor dem sicheren Tode bewahrt! Na, ich hab keine Angst vor Raker und seiner kleinen Lightshow. Aber wir müssen... Was ist er denn jetzt? Ich bin Quill. Wir werden nicht scheitern. Ihr nähert uns den Tor des Hundes. Trotzdem müssen wir uns den Wildpfeil kämpfen. Der ist wie eine Fruchtfliege. Ich erwisch ihn einfach nicht. Ich bin bereit. Ich brauche nur eine Lücke. Hochjagen, Rocket! Bleib von den Kanten weg! Ich sorge für Störfeuer, damit du rüberkommst! Mist! Oh, kein Eis mehr. Jetzt ist es das Nova Corps! Die Soldaten sind tödlicher als die Security hier! Über Dächer rennen und ballern, das macht richtig Spaß! Wenn es nicht so viele wären, würde ich dir ja zustimmen! Sag dafür, dass er still hält! Auch ich verlange das Runterholen dieses Abtrünnigen! Schneid sie in Streifen! Okay, ich nehme an, Goldie hat den Sprung überlebt. Hast du Rick das Gesicht gesehen, als er auftauchte? So viele Dreckswinkel, die abgedeckt werden müssen. Schieß weiter! Ich gehe näher ran! Seht ihr? Wir brauchen Goldjunges Hilfe nicht. Hast du deshalb auf ihn geschossen? Oh ja, das war super. Voll in den Hintern. Habt ihr seinen Gesichtsausdruck gesehen? Ich höre ihn förmlich. Oh, mein güldenes Gesäß! Hoheitliches Hinterteil. Sein perfekter Po, seine... brillanten Backen? Alter, ehrlich. War klar. Achtung! Und doch mal. Flach doch mal! Wir haben schon genug Probleme! Über Dächer rennen und ballern, das macht richtig Spaß! Wir brauchen Tattoos, die an diesem so Moment klar! Achtet darauf, dass ihr nicht runterfallt! Zieh ihr Feuer auf dich! Ich laufe zum nächsten Dach! Binde sie fest! Ihr nähert uns dem Turm des Hundes! Trotzdem müssen wir uns den Weg freikämpfen! Ich habe diesen Nova-Corps-Verräter besiegt! Mit meinen Fäusten! Genau, Großer! Zeig ihn, wer der Boss ist! Sieht aus, als wäre ganz Nova aufgetaucht! Solange sie hier sind, können sie nicht weitermachen mit der...
wie immer sich nennt. Der Erflachung. Das war nicht der Name. Mir gefällt er besser. Der Rhapsode wird von unserem Schlachten hier berichten. Der was bitte? Zeig uns dein Schwert. Letzte Stellung. Angriff in Kürze. Übertrecher rennen und ballern. Das macht richtig Spaß. Wenn es nicht so viele wären, würde ich dir ja zustimmen. Jetzt schlägt Drax 10. Ich wusste, du bist zur Stelle. Bleib von den Kanten weg! Ich muss nah ran, um drüber zu kommen! Achtung! Wir nähern uns dem Turm des Hundes! Dann haben wir fast die Hälfte geschafft! Kein Problem! Der Feind hatte keine Chance! Raykas Gemeinde hat gerade ein Mitglied verloren. Endlich. Ich glaube, sie geben auf. Gerade rechtzeitig, denn wir gehen nicht auf diese Brücke zurück. Ich weiß, wo wir sind. In der Nähe ist eine Straße, die von der Hauptbrücke zu Cosmo führt. Wo? Sie müsste, genau unter uns sein. Dieses Massaker bringt böse Erinnerungen an Welten zurück, die ich zerstört habe. Was ich schon immer fragen wollte, womit hast du das gem... Wir müssen auf die andere Seite von diesem Ding. Drüber kommen wir nicht. Wie wär's mit runter? Drax, Kumpel, mach ein Loch. Das ist ein Weg nach unten. Der beste. Seht mal, sie kämpfen immer noch. Wenigstens scheint unser Mann zu gewinnen. Ja, was ist jetzt? Kann ich nicht Groot? Ich bin Groot. Ah, Groot glaubt, man erhebt uns in den Nowhere-Adelsstand, wenn wir es retten. Falls sie uns nicht die Schuld am großen Einhorn wieder geben. Meins, ne? Und dem Gehirnwäschekult. Sieht jemand einen Weg darüber? Ja. Ba-ba-ba-boom, Baby! Wir machen heute aber wirklich viel Werbung kaputt. Wer braucht schon eine Erinnerung daran, sich Kallax-Creme zu kaufen? Ja, mal nach vorne gelatscht, ey. Ich wusste immer, dass Nowhere mal überfallen wird, aber nicht so. Ich hatte gedacht, das Worldmind würde über sie herfallen. Sie haben Novacore konvertiert in ihren Reihen. Das kann doch nur ein verflagter Witz sein. Groot kennt nicht zufällig noch einen anderen Weg. Wenn ich auf die andere Seite käme, könnte ich das Ding hacken und die Brücke runterlassen. Wenn du auf die andere Seite kämst, kämen wir auch auf die andere Seite und es wäre egal. Wirf mich. Was? Wirf mich. Sag Muskelpaket, er soll mich rüberschleudern. Soll das ein Witz sein? Nach dem Aufstand vom letzten Mal? Es ist nicht wie beim letzten Mal. Ihr alle, ich vertraue euch, Leute. Überlass das mir! Wow. Zum Glück war das nicht Rocket. Du bist ein wertvolles Mitglied des Teams. Kein Werkzeug, das man wirft. Das Ritual macht mir Sorgen. Und was wirklich passiert, wenn wir es nicht stoppen können? Tote kommen jedenfalls nicht zurück, die Händchen halten und mit dem Schwanz wedeln. So viel steht fest. Wir müssen uns darum nicht sorgen, denn wir werden es verhindern. Genauer gesagt, Draker wird meine Elementarknarren zu fressen bekommen. Vielleicht wäre es sinnvoller, ihn damit zu erschießen. Und dann bringen wir meine Tochter nach Hause. Und das... Das macht dir Sorgen. Ein Problem nach dem anderen. Oh ja, das ist klar. Natürlich wäre es sinnvoller, ihn damit zu erschießen. Was ist an Goldie eigentlich so besonders? Okay, er ist stark, aber was nützt Stärke gegen übertriebene, gnadenlose Feuerkraft? Kannst du einen stürmischen Ozean mit deinen Kugeln aufhalten? Ja. Eines Tages überprüfen wir das.